Oh, herzlich willkommen, Leute, zu einer Let's Play, auf der ich mich schon richtig freuen werde. Denn wie ihr in der Beschreibung lesen könnt, spiele ich Cave Story für den PC. Jetzt werden sich einige denken, Cave Story? Hä? Was ist denn daran? Retro, hier, 2004 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau. Ist es rausgekommen für PC als Freeware-Game. Ja, ihr habt richtig gehört, Freeware. Ja, aber der Grund ist eigentlich ganz simpel, denn von der Aufmachung her erinnert das Spiel doch echt an alte Retro-Games wie Shoot'em'ups und all solche Sachen. Okay, die kamen eigentlich erst später, größtenteils mit der Super Nintendo-Zeit, aber es sieht einfach nur geil aus wie ein Shoot'em'up, was so auf dem, ja, eigentlich Super Nintendo möglich gewesen wäre mit etwas verminderter Grafikqualität. Und deswegen dachte ich mir einfach, Cave Story, ach, es ist sowieso ein super geiles Projekt. Mit einer super tollen Story. Es heißt ja auch Cave Story. Und da ich das so beeindruckend finde, das Spiel, wollte ich es einfach mal anspielen. Nicht nur anspielen, ich werde es durchspielen. Ich hoffe mit dem besten Ende, den man da kriegen kann. Und ich spiele einfach mal los und werde euch die Einzelheiten während des Spiels erklären. Ich verschwende ja schon gerade 1 Minute und 15 Sekunden. Also, dann gehen wir mal los. Erstmal hören wir die doch echt ziemlich tolle Musik, die schon. Ah, tolle Musik, es ist Pixel-Musik. Also hier sehen wir erstmal Studio Pixel, ist der Macher. Es ist 2004 rausgekommen, am 12. Also am Dezember. Also eigentlich war es schon fast 2005, kann man sagen. Ja, Pixel, Studio Pixel, das ist eigentlich eine Ein-Mann-Studio. Also es ist wirklich von einem einzigen Kerl produziert worden. Ich weiß nicht, wie viel Mithilfe es da gab, aber tatsächlich soll es nur ein Japaner gemacht haben. So kennen wir ja Japaner. Also ich starte erstmal ein New Game. Ich habe schon fast das Game geladet und das wollte ich nicht. Also jetzt gibt es noch ein Problem. Ich kann nicht richtig gut Englisch, aber ich werde mein Bestes geben, denn das Spiel ist, wie ihr seht, auf Englisch. Und ich habe echt eigentlich keinen Bock, Englisch zu reden. Von irgendwo eine Übertragung. Zum Netzwerk verbinden, eingeloggt, ausfindest, Chat-Algorithmus. Su? Bist du da? Ich bin's. Kazuma. Ich hab's irgendwie hinbekommen, wegzukommen, irgendwie. Doch ich bin verloren gegangen. Ich habe eine Shelter gefunden, doch da ist nix drinne. Ich meine, damit glaubt er mal den Raum oder so, also den Raum, in den er reingekommen ist, denn er ist in diesen Raum eingesperrt. Falls du mich hören kannst, bitte antworte mir. Ich weiß nicht, was Shelter heißt. Heißt Shell nicht. Shelf heißt Schrank. Ah, okay. Bitte. Oh, scheiße, jetzt quäle ich mich mit meinem schlechten Schulenglisch. Das einzige Gute ist, dass es jetzt erstmal nicht zu lesen gibt, denn man wird eigentlich ins Spiel reingeworfen. Der beste Beginn, den ich mir für ein Spiel vorstellen kann, einfach reingeworfen werden, nichts machen und reingehen. Wir können auch direkt speichern. Ich mache das mal und überspeichere meinen alten Spielstand, bei dem ich schon durch war. Also es ist keine Blind Let's Play. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, allerdings nicht mit dem besten Ende, denn in diesem Spiel gibt es natürlich mehrere Enden. Also ich beginne dann erstmal. Also die Steuerung geht sehr, sehr flüssig von der Hand. Also ich habe mich schon gewundert am Anfang. Oh, das ist ein Indie-Game, ein Freeware-Spiel und es hat so eine geile Steuerung. Okay, wir fangen an. First Cave. Also wir beginnen in der ersten Höhle und ich will mich natürlich nicht töten lassen. Also das ist ein Gegner, wie ihr seht. Und wir haben ein ziemlich geiles Lebenssystem. Die Gegner ziehen uns Sachen ab. Wir können. Okay, was soll ich jetzt erklären? Also, wir können uns nicht aufleveln oder so, sondern müssen immer Energietanks finden. So kriegen wir mehr Leben. Und die Gegner ziehen uns unterschiedlich viel ab, je nach Gegnerart. Und die Musik. Oh, die Musik. Ich liebe sie schon so. Hört ihr nicht? Ich hoffe, ihr empfindet genauso. Dies. Okay, ich will nicht mehr vor. Also, hier haben wir auch schon eine Metroid-mäßige Lebenskapsel. Damit können wir unsere Lebensenergie auf 6 erhöhen. Ich habe ja gerade einen Punkt Schaden genommen. Gut, was gibt es sonst noch zu erklären? Klar, wir haben anfangs keine Waffe oder so. Wir können nur rumrennen und sind hilflos, aber das wird sich schnell ändern. Und wenn ich erstmal eine Waffe habe, dann wird das Spiel noch umso geiler, als ich da die Waffe in der Hand hatte. Da dachte ich mir nur, oh Mann, ist das Spiel cool. Okay, es knüpft an Retro-Sachen an. Hat auch eine sehr einfach gehaltene Grafik, wie man sehen kann, aber. Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so eine Grafik. Auf den NES wäre so eine Grafik, glaube ich, nicht möglich gewesen oder so, denn da sind zu viele Farbstufen einfach vorhanden, aber. So ein Super Nintendo-Spiel, also das wäre schon geil. Okay, genau, wir müssen in diesen Löwenkopf rein und dort finden wir den alten Einsiedler. Aha, der gerade am Pennen ist, also. Sowas wie ein Schmied und der
Ja, hat eine Waffe hergestellt, den Polarstern, und den klauen wir erstmal. Von irgendwo eine Übertragung. Schon wieder. Oh, ich habe immer Angst, wenn Englisch kommt, weil ich mich blamieren könnte. So, suchen nach dem Benutzer Sue. Ein Benutzer Sue gefunden. Sue, bitte antworte. Sie suchen nach mir. Bist du am Schlafen? Dein Bruder ist so einsam. Dein Bruder? Also die Story ist echt ziemlich erstmal zersplittert in dem Moment. Man hat eigentlich noch gar keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Man sieht einzelne Bruchstücke der Story, die sich später einfach zusammenfügen. Und das ist auch das Gute an einer Story. So sollte eine Story aussehen und nicht anders. Also, okay. Ich habe gar nicht gezeigt, dass ich die Waffe habe, denn jetzt kann ich das hier machen. Oh. Ich habe die Waffe ein bisschen unterschätzt. In meinem alten Spielstand hatte ich eine bessere Waffe und habe alles wegballern können. Aber so läuft's ja nicht. Diese kleinen Splitter hier, diese goldenen Teile. Ich warte, ich zeig's euch gleich nochmal. Die sind dazu da, um unsere Waffe aufzustufen, denn wir können unsere Waffe tatsächlich aufleveln. Also ungefähr wie in einem Rollenspiel, aber nur für unsere Waffe, nicht für uns selbst. Also, ist ja klar. Und durch diese goldenen Splitter können wir die Waffe halt den Balken da oben, den Balken da oben links füllen. Und wenn der voll ist, haben wir ein neues Level erreicht mit unserer Waffe und dann wird die noch stärker. Die Waffe ist ja eigentlich noch schwach, hat geringe Reichweite, also, aber ziemlich geil. Anfang zum Erklären ist immer so ein bisschen aufwendig. Ich kann euch das Spiel richtig kommentieren. Irgendwie erinnern mich die Dinge auch an Triforce-Teile. Und wenn ich diese Stacheln berühre, bin ich sofort tot. Zumindest glaube ich das, denn es gibt immer so wie in Mega Man so gefährliche Teile wie Stacheln, die einfach bei Berührung sofort töten. Und deswegen kann man sagen, das Spiel hat ein hartes Game Over. Denn man startet direkt wieder beim Speicherpunkt. Deswegen werde ich auch direkt wieder speichern, auch wenn keine Gefahr nicht vorliegt. Ja, sehr viel gelabert, nicht viel getan, aber eigentlich soll ich das Spiel auch viel mehr genießen, weniger labern. Genießt die tolle Musik, also ich mag es einfach. Ich habe es vorher gehört. Eva habe ich mir bei so einem YouTube-Video dieses Lied gefunden. Ich fand es eigentlich recht cool für so ein Retro-Lied. Da habe ich mir gedacht, hä, aus welchem Spiel ist das? K-Story nie gehört, habe danach gesucht und habe mich die Bilder interessiert, mal angespielt und dann, oh, das ist so ein tolles Game. Also ich war am Schwelgen, so ein bisschen in Nostalgie. Deswegen finde ich, das ist auch ein gutes Game. Und diese Tür ist übrigens ein Feind. Der einzige Türenfeind eigentlich in dem Spiel. Was? Ha! Wir haben auch jetzt auf Level 2 aufgestuft unsere Waffe. Jetzt könnt ihr mal sehen, was auf Level 2 geht. Wir haben zwei Schüsse und die Reichweite ist ein bisschen mehr gewonnen. Naja, Level 3 wird noch besser. Okay, dann gehen wir einfach mal durch die Tür und werden diese Lesesequenz wieder sehen. Sue! Answer me! Ich weiß, dass Answer me heißt, jedoch auch, deswegen sage ich es nicht. I'm so hungry. There's nothing to eat and I've been reduced to feeding on Crooked. Oh, es gibt nichts zu essen und ich wurde dazu reduziert, meine Kakerlaken zu fressen. Ach, was weiß ich, was das ist, Crooked. Haha, das war ein Witz. Haha, natürlich. Falls ich's, aber doch, falls es wirklich so sein passieren möge, werde ich es wirklich tun. Oh. Und das ist eigentlich das Dorf in diesem Cave Story. Ja, wir spielen in einer Höhle, in einem Höhlenkomplex. Später wird sich herausstellen, dass es eigentlich was anderes ist, deswegen lasst euch überraschen, Leute, ich möchte nichts spoilern. So, hand over the key, also rückt den Schlüssel raus. Nein, ich werde nicht. Versuchst du, Sue zu beschützen? Sie ist eine Fremde, sie ist nicht jemand von uns, also sie ist keine von uns. Sue ist eine gute Person. Ich habe sie niemals hinterher gestalkt, so wie ihr Penner. Ja, ich tue ein bisschen umsatzmäßig, Umsprach. Egal, ihr kennt doch Claude Moyes, der hat's auch nie richtig gemacht. Toroko, wenn der Doktor kommt, du weißt, er wird uns mitnehmen, schon wieder. Also, er wird uns wegnehmen von diesem Ort. Och Gott. Falls wir ihn nicht zu aushändigen, könnte er stattdessen, was? It may be you he takes. Könnte es sein, dass er anstattdessen uns nimmt. Ach, egal. Doch. Also, ich kann die Sachen eigentlich, englische Sachen für mich so übersetzen im Kopf, aber dann, wenn ich doch zu schnell übersetzen muss, ich sollte erstmal eine Pause nehmen, den Satz mir ruhig durchlesen und dann sagen, was ich sagen will. Oh, deswegen ist es scheiße, so ein bisschen nicht Englisch zu können. Da werden mich viele auslachen. Ich meine, ich kann ja Englisch so ein bisschen. The key, Toroko. Der Schlüssel, Toroko. Oh, war wohl keine. Oh, die Tür war wohl ganz weit oben.
Ahaha, ist das nicht eine lustige, putzige Animation? Also ich finde die Animation geil. Und da liegt der, das Gebiet weiter. Nicht sagen. Was? Du bist nicht ein Feind? Ich war mir sicher, dass du einer von ihnen warst. Ich bin King. Aha, King. Ich bin die Nummer 1 in dieser Dorf. Okay, ich werde dann erstmal eine Pause machen. Ich hoffe, Part 1 hat euch gefallen. Es ist nicht viel passiert, aber es wird noch viel passieren. Ich liebe dieses Spiel, Leute, und ich habe Spaß, euch das alles zu zeigen. Von daher, bis gleich.